Mache ich ihn jetzt? Sage zeig, es kommt. Einige sagen, das macht überhaupt nichts. Andere sagen, das wird eine Katastrophe für den Bitcoin. Wieder andere sagen, der Preis wird gegen Null gehen. Andere sagen, der Preis geht nach oben. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Patrick. Heute ist das Thema, wie unschwer zu erkennen ist, Segwit 2X. Wobei erst heute ist ja nicht richtig, denn das ist ja eigentlich schon bereits vor dem 1. August Thema gewesen, denn Segwit 2X war ja auch dafür verantwortlich, dass Segwit vom 1. August so reibungslos durchgelaufen ist. Damals haben ja auch alle gesagt, der Preis des Bitcoin stürzt. Und was ist passiert? Er ist hochgeschnellt, natürlich nach dem 1. August, aber eben weil alles so sauber durchgelaufen ist. Aber ist das jetzt immer noch so beim Segwit 2X, was ja Ende Oktober, spätestens Ende November durch sein soll? Wie ist denn da der Stand? Ist man da sich einig? Wie sieht die Lage bei den Lagern aus? Mehr dazu gleich nach dem Intro. Bevor wir nun ans Eingemachte gehen, noch was kurz zu Segwit selbst. Viele hört man und liest man auch im Internet, die sagen, ja, Segwit hat ja überhaupt nichts gebracht. Ich habe gar keine schnelleren Transaktionen. Naja, das Problem ist natürlich, man muss dann schon ein Segwit Wallet dafür verwenden, was Segwit aktiviert ist, und die Coins müssen dann auch in diesem Wallet liegen, in diesem Segwit Wallet, und nicht einfach beim normalen Bitcoin Wallet ohne Segwit Aktivierung oder ohne Segwit Verfügbarkeit. Und da muss natürlich die Gegenstelle ebenfalls Segwit aktiviert sein, sonst hat man von dem Ganzen eigentlich gar nichts. Und auch wenn man dann Segwit hat, muss man immer noch schauen, dass die Fee dann entsprechend eingestellt ist, also nicht gleich Null machen oder so, kann man ja nicht, das wird automatisch, aber einfach nicht zu klein, auch bei Segwit noch nicht. Dazu schalte ich kurz mal rüber in einen Chart. Ich glaube, da wird dann einiges klarer, weshalb das so ist. Hier sehen wir alle Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk seit Anfang der Aktivierung von Segwit. Wir sehen hier das Blaue hier, das sind Segwit-Transaktionen, die wirklich Punkt-to-Punkt Segwit durchgeführt worden sind. Und alle anderen hier, das sind ganz normale Bitcoin-Transaktionen ohne Segwit. Und genau das ist ja das Problem, solange das Blaue hier nicht dominiert, werden wir das natürlich auch nicht spüren, dass es schneller worden ist und dass es eben dann auch ein bisschen günstiger wird, die ganzen Transaktionen. Wenn wir hier hochscrollen, sehen wir aber schon deutlich, dass der Trend nach oben zeigt. Also hier braucht es einfach Zeit, bis alle ihre Wallets abgedatet haben, bis auch alle ihre Bitcoins in Segwit aktivierte Wallets verschoben haben, wenn sie das noch nicht gemacht haben. Und natürlich dann auch die Exchanger und so weiter, alle eigentlich dann wirklich Segwit auch verwenden. Das geht einfach einen Moment, bis das alle gemacht haben. Und dann spüren wir es dann wirklich. Aber wir sind ja nicht wegen dem hier, das nur kurz mal dazu. Wir sind ja eigentlich wegen Segwit 2X hier. Um es gleich mal vorwegzunehmen, nein, man weiß noch nicht, was kommen wird und wie es kommen wird im November. Niemand kann sagen heute, es passiert gar nichts oder es gibt wieder ein Hardfork mit der neuen Kette, mit der neuen Blockchain und mit einem neuen Bitcoin. Das kann man heute nicht sagen. Obwohl hier um die 93% aller Miner signalisieren, ganz wichtig, signalisieren, die meinen noch überhaupt nicht 2x, die signalisieren nur die Bereitschaft, das ist ja auch das Agreement, was sie unterschrieben haben. Obwohl dies hier so ist, heißt das noch lange nicht, dass Segwit 2x durchlaufen wird und durchkommt. Denn ein Hardfork, den kann man nicht ganz so einfach durchführen, wie das vielleicht viele meinen, wie jetzt das mit dem Bitcoin Cash gemacht worden ist. Bei Bitcoin Cash hat man die Situation im Prinzip ausgenutzt und so einen Hardfork durchführen können. Hier sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Das ist ja das 2X Agreement, das Segwit 2X Agreement, das New York Agreement, das ja
damals am 1. August Segwit aktiviert hat, ist jetzt eigentlich die Folge. Das ist klar, dass das kommt. Aber man weiß nicht, wie der Ausgang davon ist. Ob da jetzt überhaupt nichts passiert, das einfach durchläuft und ob wir dann 2x haben oder immer noch den Bitcoin, wie wir ihn heute kennen. Ob es eine zweite Kette gibt oder nicht, das kann man heute einfach noch nicht sagen. Es gibt viele, die sagen, es wird eine Katastrophe werden, wir werden wieder einen Split und Segwit 2x wird dann der neue Bitcoin sein. Und dann gibt es andere, die sagen, es passiert überhaupt nichts. Aber Fakt ist nun mal, dass man das heute nicht sagen kann. Denn die Aktivierung hier, dieses Hardforks, das ist ja nicht etwas, was jetzt einfach die Miner bestimmen können und dann wird es gemacht. Da gibt es ja immer auch noch die Nodes, da schalte ich jetzt kurz mal rüber, die auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Die sagen ja dann auch, ob sie einverstanden sind oder nicht. Und hier sehen wir, die Bitcoin Core Wallet, die hat immer noch einen Anteil von 73,82%. Also die User, die Nodes betreiben, die sind dann noch gar nicht auf der Seite von Segwit 2x. Und was nutzt denn einem Miner, wenn er Blöcke Segwit 2x meint, aber die nicht akzeptiert werden vom Netzwerk? Nutzt nichts. Also hier haben wir immer noch alle Szenarien offen. Und dann ist es auch wichtig, um so einen Hardfork, der jetzt im November ansteht, auch durchführen zu können, muss eigentlich das Ökosystem, muss wirklich zusagen, muss wirklich sagen, wir wollen 2x und zwar die große Mehrheit. Also das Ökosystem sind ja die Miner, sind die Nodes, somit die User, sind die Exchanges, sind die Wallet-Betreiber, die Wallet-Entwickler und natürlich das Business, was sehr, sehr stark in Bitcoin drin ist. Und eines muss man sich ja auch ganz klar vor Augen führen. Heute redet alles von Bitcoin oder immer mehr von Bitcoin. Wir haben Länder wie Japan, Australien, jetzt dann auch Südkorea und so weiter, die den Bitcoin akzeptieren. Venezuela gehört ja auch dazu. Und ich denke nicht, dass da irgendwie jemand das riskieren will, dass da was Gröberes dann auch passiert. Also hier denke ich wohl eher, dass das hier, gehen wir nochmal zurück zu den Blocks, dass das hier, die Signalisierung, sieht man übrigens ja, dass das schon im Juni der Fall gewesen ist. Und nach dem 1. August hier hat sich ja nicht viel getan. Die Signalisation ist einfach drin. Die meinen Blöcke und signalisieren 2x Bereitschaft. Wie gesagt, was sie auch machen müssen, laut Agreement. Aber ob die das dann wirklich umsetzen, das ist dann noch eine andere Frage. Zudem müssen die Core-Entwickler von Bitcoin dieses Update Segwit 2x auch einspielen. Also die müssen quasi die Software updaten. Und wenn die natürlich sagen, nee, das machen wir auch nicht, dann gibt es sowieso einen Split. Die Frage ist dann nur, welcher Miner meint dann in welcher Blockchain. Die können ja nicht mit dem gleichen Miner, den sie besitzen, oder den Minern, die sie besitzen, mehrere, können sie ja nicht sagen, wir wollen gleichzeitig Bitcoin quasi Core, wie er heute ist, mit dem Segwit und den Bitcoin mit Segwit 2x aktiviert meinen. Die müssen sich entscheiden mit der Hardware, was sie genau dann meinen. Und da werden wir sehen, was dann wirklich passiert. Momentan ist einfach so, wir haben keinen Konsensus wirklich. Wenn man News liest und so weiter und vielleicht ein bisschen tiefer gräbt, auch Leute befragt, die dann wirklich tiefer in der Materie sind, dann habe ich eigentlich niemanden gefunden, der wirklich sagen kann, ja, es ist ganz klar, es sieht so aus und so wird es sein. Man weiß es heute einfach nicht. Ich weiß, das ist nicht die Antwort, die ihr vielleicht von mir erwartet, wenn ich jetzt ein Video darüber mache. Wäre natürlich schön, ich könnte euch sagen, hey, das ist alles kein Problem, geht einfach durch, es gibt keinen Split und kein gar nichts. Ich denke einfach mal kristallkugelmäßig, es wird einen Fork geben, aber Segwit 2x wird nicht aktiviert, sondern Segwit, wie wir jetzt kennen, läuft einfach weiter. Und wir bekommen das nicht mit über, dass eben im Hintergrund eine neue Kette gebildet worden ist und irgendein neuer Coin entstanden ist. Ich denke nicht, dass wir das mitbekommen. Das aber nur meine Sicht der Dinge, wie der Stand momentan ist. Ich kann mich komplett irren, das muss überhaupt nicht sein.
Aber ich denke einfach, es wird circa wie im 1. August einfach vonstatten gehen, dass wir hier nichts mitbekommen. Ich glaube, das Risiko, dass sie nochmal einen Hard Fork haben und haben ja auch andere Probleme mit Replay und so weiter. Das könnt ihr am Google nachschauen, was das ist, ein Bitcoin-Netzwerk. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendeine Partei Interesse daran hat, das Ganze zu torpedieren. Und was ich noch wichtiger dabei finde, ist, es geht hier um die Kryptowelt. Alle die, die in dieser Welt sind, die wollen ja, dass das massentauglich wird und dass die Masse die Kryptos annimmt. Völlig egal, wie die Kryptowährung, der Token oder so, welchen Namen der trägt. Es wird sowieso mehrere geben. Es wird sicher nicht nur einen geben. Aber wenn wir es nicht schaffen, in der Community, die Miner und alle die, die hier am Ökosystem beteiligt sind, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, können wir nicht erwarten, dass die Masse auf Kryptowährungen aufspringt. Das können wir einfach nicht. Und ich sag's, wie es ist, von mir aus gesehen, ist, was das hier, das Ganze, was hier so abläuft, ist reine Gier. Da wollen einfach alle nur ihre Vorteile daraus ziehen. Und es gibt bestimmt auch welche da drinnen, die sehen wirklich die Zukunft von dem Ganzen. Und das sind nicht die, die sich gegen irgendetwas stellen. Ich denke, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Ich habe zwar auch zwei Nodes und kann da ein bisschen mitbestimmen, wobei ich natürlich nicht das Zünglein an der Waage sein kann mit meinen kleinen zwei Nodes. Und meiner habe ich gar nicht. Also in diesem Sinne geht es mir wirklich einfach darum, dass es hier um die Sache geht. Und da kann ich nur einfach appellieren, dass wir alle an einem Strang ziehen. Denn so, wenn wir so machen, wie jetzt das hier wieder der Fall ist bei 2x, dass da noch gar nichts klar ist und dass man sich überhaupt nicht einig ist, das gibt einfach auch ein schlechtes Licht. Und alle die Kritiker da draußen, die werden ja bestätigt. Die sagen ja, schaut her, nicht einmal die Community kann sich einigen. Das kann nicht funktionieren. Und da muss man sich nicht wundern. Und deshalb denke ich eben auch, dass das einfach durchgeht. Ob wir nachher 2x haben oder nicht, ist eigentlich mir eigentlich egal. Wobei man natürlich schon sagen muss, wenn 2x kommt, also die Verdopplung der Blockgröße, dann werden natürlich die großen Miner bevorzugt, was noch mehr zur Zentralisierung des Bitcoins beiträgt. Und das wollen wir eigentlich dann auch wieder nicht. Soll ja dezentral bleiben. So, jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt, was könnt ihr tun? Eben wie gesagt, es ist noch überhaupt nichts entschieden. Es ist noch überhaupt nicht sicher, was passiert im November mit Segwit 2x. Gibt es einen Fork? Ist der für uns relevant überhaupt oder eben nicht? Was ihr wieder tun könnt, ist dasselbe, was ihr schon vor dem 1. August getan habt oder hättet tun sollen. Schaut, dass eure Bitcoins auf einem Wallet mit Private Key gelagert ist, also zum Beispiel Electrum oder Treasure oder Ledger Nano S. Einfach eben Wallets, wo ihr den Private Key habt. Das ist die einzige Vorkehrung, die ihr treffen könnt. Und den Rest müssen wir dann wirklich dem Ökosystem überlassen, eben den Minern, den Entwicklern und den User und Exchanges und so weiter. Wenn es hier News gibt, wenn es hier irgendwie eine klare Richtung gibt, bevor eben der November da ist und das Ganze hier über die Bühne geht, dann werde ich selbstverständlich wieder ein Update-Video dazu machen, damit ihr auch ein bisschen wisst, wie ist denn da der Stand. Aber ganz wichtig ist wieder mal einfach, tut so, als wäre einfach nichts. Das ist das Beste. Und eben schaut ein bisschen, wo ihr eure Bitcoins lagert. Viel mehr ist da eigentlich nicht. Also jetzt irgendwie alles zu verkaufen oder zu kaufen, das wäre eigentlich ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Denn wir haben ja gesehen, was passiert ist beim Bitcoin Segwit. Bei der Aktivierung von Segwit im 1. August ging ein bisschen runter, kurz vorher, ein paar Wochen vorher, und dann schoss das Ding nach oben, als gäbe es keinen Morgen. Genau dasselbe kann hier auch passieren. Aber es kann eben auch runtergehen, wenn sie hier sich wirklich irgendwie nicht einigen und dann der Hardfork kommt. Ja, und der wirklich dann relevant sein wird. Kommen wird das sehr wahrscheinlich schon, aber der wird nicht relevant sein, sage ich jetzt einfach mal. Aber eben hier einfach, man kann eigentlich nur das Falsche machen, wenn man kauft oder wenn man verkauft. Also einfach Füße stillhalten, so tun, als wäre nichts. Das ist meine Empfehlung an euch.
Und eben, wie gesagt, wenn es Neuerungen gibt, News, dann werde ich mich wieder melden mit einem Update-Video. Wenn dieses Video für euch informativ war, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Wenn nein, Daumen runter ist natürlich auch okay. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, freue mich natürlich über jeden Abonnenten und ich wünsche euch ganz schönen Tag. Bleibt entspannt, alles ist gut. Bis dann und tschüss.